Wohnhaus in Gaustadt droht einzustürzen. Im Keller eines Wohnhauses in der Heidengasse in Gaustadt ist am Dienstagnachmittag eine Mauer weggesackt. THW und Feuerwehr bemühten sich, das Gebäude vor dem Kompletteinsturz zu sichern. Wie in franken.de berichtet, lösten den drohenden Etageneinsturz des Hauses womöglich Renovierungsarbeiten im Keller des Gebäudes aus. Wie die Polizei mitteilt, ist zunächst die Kellerdecke durchgebrochen, was dazu führte, dass sich eine Wand um rund 3 Zentimeter verschoben hatte. Um 16.45 Uhr rückte Feuerwehr und technisches Hilfswerk aus, um das Mauerwerk zu stützen. Jetzt versucht das THW, das Komplettgebäude abzustützen von den Seitenwänden her, auch von den Kellerbereichen her. Wir versuchen jetzt die Außenseite hier im Hintergrund später abzustützen, dass auch die umliegenden Gebäude nicht betroffen werden können und dass das Gebäude nicht mehr einstürzen kann. Bis in die späten Abendstunden war das THW mit den Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. Evakuiert werden musste niemand. Die anwesende Familie hatte das Haus bereits von selbst verlassen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Ob sich das Gebäude vor dem Einsturz retten lässt, ist bis zur Stunde noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro.